So. Na dann. Nope. Ich habe nur bis zum Tod vom Direktor gespielt. jetzt kommen die Fliegerdinger. Okay. Ich gehe mal zur Seite. Was ist das? Du darfst das nicht zulassen. 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 Du darfst das nicht. Okay. We get it. Oh, die Stimme ist weg. Du hast es gestoppt. Danke. Das war Horror. Bleib weg, verdammt! Hä? Oh, die ist dann runtergekommen. Ja. Aus. Kann ich nicht verkehren, oder? Krass, die ziehen ja viel ab. Ups. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Hier sieht es auch wieder fast anders aus. Nee, nicht komplett anders. Die Hotline. Ein sicherer Kommunikationsweg. Anweisung. Das sind wir. Die Hotline, sagt der Tote. Okay. Okay, dann holen wir die Hotline. Jetzt hängen wir da, weil wir jetzt die Direktoren sind. Hängen wir nur hier oder hängen wir jetzt überall? Also haben wir jetzt den Trench komplett. Schießen hier ist interessant. Das war gut. Genau. Was war das? Materialien. Hauserinnerung. Astralen. Ausrüsten. Wir können unsere Waffe modifizieren. Persönliche Modifizierung. Geil. Oh Gott, ist das gruselig. Zentrale Geschäftsleitung. Vielleicht muss ich da hin. Ich schaue mich aber nochmal hier um. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Modifizierungen. Was ist das? Was? Wir haben jetzt wirklich eine Modifizierung bekommen? Warte mal. Energie plus 5. Lebens. Geil. Wir haben jetzt wirklich eine Modifizierung. Ich habe das einfach so auf Spaß gesagt. Cool.
So, Marshall, wir haben uns am AWE, was lese ich da? Wir haben uns den AWE in Duluth angesehen. Das war nichts. Wie das Feuer im Haus davor und der kaputte Wäschetrockner davor. Mein Team hat diese Blindgänger langsam echt satt. Wir müssen eine bessere Methode finden, echte AWE vom Falschen zu unterscheiden. Wie dem auch sei. Wir sind auf dem Weg zur Sherman Ranch, die als nächstes auf der Liste steht. Hoffen wir mal, dass es da etwas lebhafter ist. Hochachtungsvoll, Special Agent Kinoon. So. Der Shelter hat die wohl auch nicht gerettet, ne? Direktor aus Office. Wieder ein Klo. Normalerweise ist doch immer irgendwas im Klo versteckt, ne? Also im Computerspiel. Ja, hier sind wir auch. Krass. So, steigende Kosten der AWE-Einsätze, neue Informationen über Fungus, Ausrottungsversuche, bevorstehende jährliche Gehaltsüberprüfung, Prüfen und Finden eines neuen Kaffeefilterlieferanten. Bitte kommen Sie vorbei. Okay. Kann ich da was anmachen? Nee, ich kann es umschmeißen. So. Nochmal Klo. Gut. Dann gehen wir mal zum Direktor. Was war das? Aber war wahrscheinlich ein Flimmern in der Kraft. Kannst du es fühlen? Das Zischen, das vorhin in mich eindringen wollte. Das Zischen hat sich in alles hier reingegraben. Ist das Zischen dein Feind? Gut, es ist unser Feind. So redet sie jetzt so leise. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Ja, ich bin ein bisschen gruselig, dass die ganze Zeit labern. Auch irgendwie mit in der Umgebung ein bisschen gruselig. Wenn es einfach so. Was ist das denn? Das ist der Rat, oder? Wahrscheinlich noch nicht ganz. Soll ich rüber? Das ist ja hier ein Kontrollpunkt. Ah, jetzt. Hilf es zu reparieren. Okay. Ui. Oh, jetzt wird er wieder schön. Das finde ich gut. Sehr gut. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Gern geschehen. Hä? Können Sie mich hören? Ja. Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Sind Sie noch bei Verstand? Ja. Warte, hier kann ich noch. Oh, Outfits.
Bitte reden Sie mit mir. Jetzt wir sagen mal Sie so mit an. Dem verlorenen Agenten. So, das ist das Outfit, was man bekommt, wenn man es vorbestellt hat. Kann ich rauskommen? Ich weiß nicht. Kannst du? Ich kann die Waffe nicht ziehen. Dann wird es wahrscheinlich sicher sein. Was bin ich froh, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh, shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Hä? Woher weiß sie das? Wir haben gesagt, er nur zu Besuch hier. Direktorin Faden? Nennt mich Jesse. Okay, Jesse. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses... Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem... Und ich weiß, das klingt verrückt. Erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern. Das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ach, Jesse, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst... Kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also, ja, die Infizierten heilen? Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihrer Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Ja, aber rede mal laut. Okay. Ne? Bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Na dann, zischen wir mal die Frau. Das klingt irgendwie komisch. Klappt nicht. Hat nicht geklappt. Das Zischen sitzt zu tief. Es ihnen herauszureißen, zerstört sie. Jesse, hier drüben. Wir brauchen einen Plan, Jesse. Okay. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jesse.
Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Caspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was er auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagt, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Tja, dann wird er jetzt sein. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Neu für dich, also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikation? Ja, Entschuldigung. Die Hotline sollte in der Kommunikationsabteilung sein. Oh, cool. Wo kommt das Zischen her? Ich bin nicht sicher. Du meintest, das Zischen war hier, als du reingekommen bist? Hast du auch draußen sowas gesehen? Nein. Nein, nur drinnen. Dann kommt es von innen. Das älteste Haus ist ja so ein weitläufiger Komplex, der Durchgänge zu anderen Orten hat. Ich wüsste nicht, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Aber andererseits sind das gute Neuigkeiten. Die Quarantäne hält. Wenn das Zischen aus dem Gebäude ausbricht, wäre dies das Ende. Die Welt da draußen mag ziemlich beschissen sein, aber das Zischen sollte sie trotzdem nicht zerstören. Da stimme ich dir zu, Emily. Du hast gesagt, das älteste Haus. Was ist das? Dieses Gebäude, das Hauptquartier der Behörde, das älteste Haus, ist ein Ort, der sich ständig verschiebt. Du siehst ja, es überschreitet physikalische Grenzen. Ich war schon öfter in New York. Wie konnte ich es übersehen? Das ist eine Eigenschaft des Gebäudes. Das hier ist ein Ort der Macht. Das älteste Haus mag keine Aufmerksamkeit. Man findet es nur, wenn man gezielt danach sucht.
was für uns perfekt ist. Was wir hier tun, ist äußerst wichtig, aber nicht sicher. Die Behörde mag kein Aufsehen, also brauchen wir starke Wände, damit nichts nach außen dringt. Ohne dich hätte ich also die Eingangstür niemals gefunden. Okay. Dieser Trench. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Ist er ein Geist? Verfolgt er mich? Vermutlich kein Geist im herkömmlichen Sinn. Ein Echo vielleicht. Wenn er durch die Amtswaffe getötet wurde, deine Waffe, sind es vielleicht seine letzten Gedanken, die von der Kugel aufgezeichnet wurden. Wie eine Weltraumsonde, die Daten sendet. Ach, das ist nur eine Hypothese von mir. Ich bräuchte die Waffe, um mehr zu erfahren. Aber unter den Umständen behältst du sie wohl besser? Ich denke, das werde ich. Ja. Kannst du mir sagen, was genau ein Objekt der Macht ist? Das ist alles, naja, neu für mich. Keine Sorge, ich erkläre die Grundlagen. Objekte der Macht sind weltliche Gegenstände, denen paranatürliche Energien innewohnen und die eine Verbindung zur Astralebene haben, wodurch sie kontrolliert werden können. Das unterscheidet sie von gewandelten Objekten, die zwar paranatürliche Kräfte haben, doch unberechenbarer sind und nicht im para-utilitaristischen Sinne gebunden werden können. Verstanden? Kann sie das auswendig? Verstanden. Danke. Was? Also verhindern HAV den Befall durch das Zischen? Scheint so. Bis vor ein paar Wochen, als Dr. Darling sie verteilt hat, hatte ich noch nie von einem HAV gehört. Ich habe meinen sofort analysiert. Er sendet eine starke Frequenz über kurze Distanz aus. Viel stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Kommt dir der Zeitpunkt nicht verdächtig vor? Doch, sicher. Dr. Darling enthüllt seine neuesten Entdeckungen normalerweise in aufwendigen Präsentationen. Die HRV hat er nur verteilt. Ich frage mich, was genau er wusste. Was ist denn mit der Lautstärke der Stimmen los? Danke, so. Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Normal laut und das andere war so geflüstert. Was ist denn? Was geht denn ab? Komisch. Gut. Dann zentrale Geschäftsleitung. Ich glaube, ich sollte dahin, aber ich gehe erstmal da hoch. Oder? Nee, da kommen wir nicht her. Da haben wir noch was. Okay. Wie mit ungeplanten Besuchern umzugehen ist, die die Lobby betreten. Eröffnen Sie mit folgenden Sätzen. Willkommen um Federal Bureau of Control, gegründet 1964 als Teil der Bemühungen der Stärkung der Regierungsbeziehungen. Wir sind stolz darauf, die Vereinigten Staaten und ihr Volk zu dienen, während wir nach Transparenz und Exzellenz in allen Aspekten der Infrastruktur unserer geliebten Nation streben. Sollten Sie dann nicht gehen, stellen Sie folgende Fragen. Sind Sie hier, um jemanden zu besuchen? Kommen Sie aus New York oder sind Sie nur zu Besuch? Wie haben Sie diesen Ort gefunden? Wenn die Antworten ausreichend harmlos ausfallen, dann erklären Sie den Besuchern, dass dies eine sichere Staatsbehörde ist und Sie gehen müssen. Wenn die Antworten scheinen, begleiten Sie die Bewohner in ein privates Besucher in ein privates Zimmer. Führen Sie dort Gunnars psychologische Einstufung durch. Wenn die Antworten innerhalb der akzeptablen Abweichungsbereich liegt, siehe zur Verfügung gestellte Auswertungsblatt, dann sofort. Nicht vergessen, zu verdächtig gibt's nicht. Okay. Alles klar. So, hier noch.
Zusammenfassung. Großstadtlegenden sollen sich auf die Erschaffung von gewandten Materialien auswirken, können aber auch die Charakteristika eines gewandelten Weltereignisses AW bestimmen. Großstadtlegenden werden als moderne Evolution von Jungs Archetypen verstanden. Wir erkennen bestimmte informieren. Upsi. Ja, und so weiter. Schon wieder wir. Aber wir haben jetzt eine andere Frisur. Das sind nicht mehr wir. Weil hier gibt es auch nochmal ein Radio. Radio. Ist halt so. Entschuldigung. Da geht's, glaube ich, nicht raus, oder? Schon wieder wir? Nee. Gut, dann werden wir mal lostigern. Öffne die Karte. Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. Ah, hier ist wieder das Zischen. Gegenstand. Ausrüstung. Exklusiv für Schmetterer. Okay, haben wir anscheinend nicht. Und hier. Lebensgeneration nochmal plus 20, aber. Wir haben nur einen Slot. Gut. Oh, hier ist noch eins. Sehr schön. Vielleicht mehr Damage. Oder was für die Waffe wäre ganz geil. Nee. Ups. So, hier nochmal ein Briefchen. Bericht Woche 83. Folgende Unterkünfte in Nevada besucht. Ausgaben, Unterkunft 800.000, Mahlzeiten 700.000, Benzin 300.000, Minibar 300.000. Ich frage mich, ob man ein Motel im Namen Ocean's View wohl von Land umgeben vorfindet. Ja. Gut, dann machen wir mal. Noch nicht zu einem roten Bereich. Da ist irgendjemand aufgewacht. Alter, weg. Manchmal machen die extrem viel Schaden. Man sich nicht hinknien kann. Unpraktisch! Ah, Schalter. Alter.
hier denn passiert? Sterbe ich, wenn ich da durchgehe? Ja, wahrscheinlich. Muss ich da später nochmal zurückkommen, wenn ich fliegen kann. Ereigniszusammenfassung, Amtswaffe. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Paratilitarien. Dieses Objekt darf nur von Personen gebunden werden, die die Rolle des Direktors wahrscheinlich zu übernehmen versuchen. Das Objekt bestimmt, ob derjenige würdig ist, wahrscheinlich abgelehnte Bewerber werden dabei eliminiert. Dieses Prozedere wird von diktiert, vom Rat diktiert, obwohl die Kriterien unbekannt sind. Hintergrund: Das Objekt wurde vom Ältestenhaus entdeckt, in dem Raum, der jetzt das Büro des Direktors dient, der jetzt als Büro. Ja. Es wird allgemein angenommen, dass viele Formen in der Geschichte Mjölnir, Excalibur, Varunastra, das kenne ich nicht, alle Waffen, die ihre Besitzer. Wenn Objekte der Macht die Konsequenz Konvergenz der Kräfte sind, die auf dem kollektiven Unterbewusstsein basiert, dann kann dies die ursprüngliche Manifestierung dieser Ergebnisse sein. Wenn das der Fall ist. Dann geht man also aus, dass die Waffe das ist blauer wahrscheinlich. Ich muss immer auf Blue und mich heilen. Ich muss mich wirklich heilen. Ja, komm ich wieder da hoch? Ja. Weil da waren ja zwei Wachen, die ich erschossen habe. Vielleicht gibt's da noch ein bisschen Leben zurück. Sehr schön. Gut. Ich muss trotzdem, Entschuldigung, ich muss trotzdem hoch und zum roten Raum gehen. Da. Es ist überwältigend hier. Du kannst nicht wollen, dass ich in seiner Nähe bin. Da sind wir uns einig. Ja, tut mir leid. Dann war es ja richtig, dass wir hier hingehen. Aber wo sollen wir dann hin? Ins Mädchenklo? Da hinten. Unzustellbare Briefe. Warte. Ich muss hier noch kurz das aufnehmen. Yes. Griff. Warte. Energieerneuerung. Erhaltene Energie. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Also, nicht. Uah. Oh, der hat mich voll erschreckt. Wow. Wo startet man eigentlich wieder? Oh nee. Ach, das ist doch kacke. Nee, man kann nicht so speichern. Gut, ja. Dann werden wir hier mal Schluss machen.